irgendwas mit Sozial und so. Eine Demonstration im Herzen von Berlin am Brandenburger Tor. Soweit nichts Ungewöhnliches. Außergewöhnlich ist jedoch, in diesem Fall wird für alles demonstriert, was Bürger vorab per Internet eingereicht hatten. Hinter der ungewöhnlichen Aktion steht die Satirepartei Die Partei. Demokratie! Privatisieren! Frau Merkel! Ja, wir sind moderner als andere Parteien. Wir wollen zeigen, dass vorübergehende Phänomene wie die AfD oder die Piraten zum Beispiel nicht ernst zu nehmen sind. Andere Parteien demonstrieren teilweise noch mit Plakaten. Wir demonstrieren mit absolut moderner Technik, die überwiegend elektrisch funktioniert. Die Geschichte hat uns gelehrt. Mit großen Vorbildern hatte die Partei per Videoaufruf im Internet für ihre Aktion geworben. Der Vorteil der Eidemo ist offensichtlich. Kein Risiko, kein Regen, kein Bullen. Die Forderungen der Bürger gewollt inhaltsfrei. Redeverbot für Rentner in Regional- und Fernverkehrszügen. Mach mal Sprit billiger. Petting statt Pofalla. Und was gefällt dir da so? Och, also ich finde, ich kann mich da locker für alles auf die Straße stellen. Ne? Inhalte zu überwinden, um die Macht zu übernehmen, denke ich, ist eine gute Sache. Ich finde die Sprüche witzig. Homophobie ist schwul. Fand ich gut. Zentrale Themen: Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz. Zum ersten Mal ist die Partei auch für die Bundestagswahl zugelassen und sorgt für Schlagzeilen. Dieser Wahlspot zur Familienpolitik wurde zeitweilig sogar von der Internetplattform YouTube gelöscht. Die Partei ist immer für dich da. Der Einzug in den Bundestag dürfte trotz Sexbots und Eidemo schwierig werden. Dennoch, die Partei und ihr Vorsitzender sind zielorientiert optimistisch. Die Chancen stehen gut. Ich habe zwar gerade im Internet gelesen, dass wir vermutlich an der 5%-Hürde scheitern werden, aber das sind Spekulationen, haltlose Spekulationen. Wir gehen auf 100% plus X. Plus X steht für die Überhangmandate.